Natürlich bin ich in der Saison 2022 wieder in der Sportwagen Sprint mit dabei. Natürlich mit meinem Team Karl Motorsport und meinen Teamkollegen. Wir hoffen auf eine spannende Saison, tollen Motorsport und natürlich auch ein schönes Miteinander abseits der Rennstrecke zu den anderen Teams und anderen Teilnehmern. Wir freuen uns ganz einfach, wenn die Serie noch mehr Zuspruch bekommt, der ein oder andere Teilnehmer, der so ein Fahrzeug besitzt, natürlich den Weg zu uns findet. Denn ich kann es einfach nur empfehlen, es ist eine sehr familiäre Atmosphäre bei uns. Es wird extrem viel Fahrzeit geboten bei uns in der Sportwagensprint. Wir haben zum Beispiel an einem Veranstaltungstag fahren wir ein freies Training, ein Zeittraining und zwei bzw. sogar drei Wertungsläufe und das Ganze an einem Tag. Ich glaube, das spricht für sich, dass die Fahrzeit extrem hoch ist. Mit der Rundstreckenmeisterschaft des NRVC wird einfach ein tolles Betätigungsfeld geboten. Ganz egal, ob mit Prototypen und Tourenwagen oder auch im Rallye- oder Slalomsport. Hier wird der Spaß am Fahren einfach groß geschrieben. Das Ganze ist vom NRVC bzw. vom MSC Westpfalz super organisiert. Es wird ein reibungsloser Ablauf gewährleistet und die Rahmenbedingungen sind auch relativ einfach und das macht einfach Spaß. Die Autos sind sehr schnell, wenn man das mal so sagen kann. Und im Unterhalt ist so ein Auto auch relativ kostengünstig. Natürlich wollen wir die gesamte Saison bestreiten, beziehungsweise ist es unser Ziel, das zu tun. Meine Teamkollegen, der eine oder andere, wird vielleicht zu einer Veranstaltung nicht teilnehmen, beziehungsweise muss er es aktuell noch klären, wie es zeitlich in seinen Terminkalender passt. Aber dennoch sind wir bemüht, zu allen Veranstaltungen natürlich präsent zu sein. Als erstes stehen natürlich auf unserem Veranstaltungskalender die Test- und Einstellfahrten am 24. März im Autodrom Most. Das ist sozusagen das erste Aufeinandertreffen unter uns Sportwagenfahrern, beziehungsweise können sich natürlich auch noch Tourenwagen oder Formelfahrer dazu gesellen, das ist kein Problem. Sind wir gerne offen, das Ganze soll in einer gemütlichen Runde stattfinden. Der eine oder andere hat vielleicht diverse Wartungsarbeiten oder Modifikationen am Fahrzeug über die Wintermonate vorgenommen und es soll einfach als Funktionscheck dienen, dass wir dann sozusagen zur ersten Veranstaltung alle bereit sind und uns wieder schöne Rennen liefern können. Der Saisonstart ist dann einen Monat später auf der Nürburgring Sprintstrecke. Ein weiteres Highlight ist natürlich auch das Event auf dem Flugplatz Obermehler-Schlotheim. Das ist eine Zweitagesveranstaltung. Das macht sicher auch wieder Riesenspaß. Wir hatten letztes Jahr leider Corona-bedingt die Veranstaltung absagen müssen, aber aus Erfahrung war es wirklich immer eine sehr tolle Veranstaltung. Und ja, bei mir hat sich über die Winterpause natürlich auch einiges getan, beziehungsweise hat es der ein oder andere vielleicht schon im Video des letzten Jahres beobachtet, dass ich das Saisonfinale mit meinem Léger JS51 gefahren bin. Die vorherigen Rennen habe ich mit meinem PRC S4, wie man im Hintergrund sieht, bestritten. Wir haben im Team lang überlegt, allerdings soll es hier oder da eine Neuerung natürlich geben und ja, hat sich dann relativ kurzfristig entschieden, dass wir einen Léger anschaffen, habe den dann auch zum letzten Rennen sehr erfolgreich eingesetzt, konnte dann zwei Wertungsläufe für mich entscheiden, von daher das Potenzial ist da, aber der PRC steht selbstverständlich noch bei uns, kann unter anderem vermietet werden und ja, schauen wir mal, was die Saison so bringt. Der Plan ist auf jeden Fall mit dem Léger die Saison zu bestreiten. Aber ich glaube, in der vergangenen Saison gut unter Beweis gestellt zu haben, dass sowohl mit dem Léger, aber auch mit dem PRC S4 Opel Siege drin sind. Und das zeigt, dass sich beide Fahrzeuge auf einem ähnlichen Level bzw. Speed befinden, um sich auf den vordersten Plätzen einzureihen. Meine persönlichen Ziele und Erwartungen sind ganz klar, ein tolles Miteinander, sowohl auf der Strecke als auch abseits der Strecke, dass wir fehlerfreie Rennen fahren, ohne technische Zwischenfälle im ganzen Team, das ist mir sehr wichtig, schöne Zweikämpfe,
schöne Rennen und ganz einfach, dass wir vielleicht auch ein Wörtchen um Sieg mitreden können. Im vergangenen Jahr hat es nicht ganz gelangt zum Meistertitel und natürlich wollen wir auf den Erfolgen aufbauen, beziehungsweise im Team ist auch ein gewisses Steigerungspotenzial der anderen Piloten vorhanden. Und ja, die Devise ist ganz einfach, sich ganz vorne zu platzieren, durchzukommen und tollen Motorsport uns und den Zuschauern zu bieten. Ich kann eigentlich nur jeden dazu motivieren, der so ein Fahrzeug hat oder gerne sich so ein Fahrzeug anschaffen möchte, tut es, denn es ist auf jeden Fall der richtige Weg. Die Autos sind mittlerweile relativ erschwinglich, wenn man ein gebrauchtes Fahrzeug sich kauft. Und ja, der Unterhalt von so einem Auto hält sich relativ in Grenzen. Es ist alles ausgereifte Technik bei so Fahrzeugen. Sie sind speziell gebaut. Es ist kein Tourenwagen, wo von der Straße kommt und für den Rennsport aufgebaut wird. Sie sind extra konzipiert, um Rennen zu fahren. Und dadurch hat man auch ein gewisses, erstens Potenzial von dem Auto und zweitens natürlich auch eine gewisse Haltbarkeit, da die Materialien alle dafür ausgelegt sind. Und anhand der Rundenzeiten vom letzten Jahr zu betrachten, zeigen die Autos auch, dass wir uns irgendwo auf Rennstrecken auf dem GT3 Niveau bewegen. Aber das natürlich nur zu einem Bruchteil der Kosten, muss man dazu sagen. Deswegen mitmachen, wer so ein Auto hat oder wer überlegt, in den Tourenwagensport, Formelsport oder Prototypensport einzusteigen. Ich kann es jedem nur empfehlen, macht es. Es ist auf jeden Fall eine richtig geile Geschichte und das Ganze zu relativ geringen Kosten, einfachen Rahmenbedingungen und in einer super Gesellschaft. Aktuell ist die Sportwagensprint in zwei Divisionen aufgeteilt. Und zwar die Division 2, die geht bis 220 PS und 660 Kilo Fahrzeug inklusive Fahrergewicht. Und die Division 1 beginnt ab 221 PS und hat ebenfalls ein Fahrzeug und Fahrergewicht von 660 Kilo. Aufgrund der Kombination von Fahrzeug und Fahrergewicht von 660 Kilo können auch etwas ältere Fahrzeuge ideal bei uns eingesetzt werden und haben Chancen, sich in den jeweiligen Divisionen ganz vorne zu platzieren. Natürlich besteht ebenfalls die Möglichkeit, eine extra Division zum Beispiel für historische Fahrzeuge mit deutlich weniger Leistung bei ausreichender Anzahl von Fahrzeugen bzw. Teilnehmern zu schaffen. Natürlich möchten wir als Organisation die Sportwagen Sprint so präsentativ wie möglich gestalten. Deshalb sind wir bemüht, die sozialen Medien natürlich immer mit ausreichend News zu versorgen, zum Beispiel auf Facebook, Instagram oder YouTube. Deshalb sind wir bemüht, jede Veranstaltung zu verfilmen und dann einen kleinen Rückblick allen interessierten Fans, Freunden und natürlich auch den Teilnehmern und Teams zu veröffentlichen. Natürlich hat die Sportwagen Sprint auch gewisse Sponsoren, welche alle Teilnehmer mit hochwertigen Sachpreisen zu den jeweiligen Veranstaltungen versorgt. Ich glaube, dies ist auch ein gewisser Anreiz dazu, um das Ganze relativ erschwinglich, interessant und kostengünstig zu gestalten. Wir sind wirklich daran interessiert, den Teams und Teilnehmern schönen Motorsport zu einem relativ geringen Budget zu ermöglichen. Aktuell findet ihr auf der Homepage sportwagen-sprint.de natürlich alle Informationen zur Saison 2022. Schaut einfach vorbei und wenn es irgendwelche Fragen gibt, scheut euch nicht, sendet eine E-Mail. Wir sind gerne bereit, euch alle offenen Fragen zu beantworten. Sollte euer Fahrzeug nicht hundertprozentig ins technische Reglement passen, sendet uns gerne eine Anfrage und wir schauen, wie wir dieses Fahrzeug in unsere zwei Divisionen integrieren können. Ich freue mich natürlich auf bunte Starterfelder in der Saison 2022. Ich hoffe, dass der ein oder andere Teilnehmer den Weg noch zu uns findet und ganz einfach unser Teilnehmerfeld bereichert mit unterschiedlichsten Fahrzeugen, mit unterschiedlichsten Motorkonzepten, sodass hier keine Markenpokalstimmung herrscht, sondern ganz einfach aufs Fahrerische ankommt
Und ja, hier hilft jeder jedem. Und wenn irgendwo mal Not am Mann ist, dann packt jeder überall mit an und hilft den anderen. Denn uns ist es natürlich wichtig, so viele Fahrzeuge wie möglich auf die Strecke bekommen, um die Serie wachsen zu lassen. Ja, deshalb freue ich mich auf eine erfolgreiche und spannende Saison 2022. Wir sehen uns auf der Strecke.